könnt eure Medien lügen lassen, die auf uns setzen, die Deutschland hassen. Die Katze konnte sich aus dem Sack befreien, und egal was ihr tut, ihr kriegt sie nicht mehr hinein. Wir sind das Volk. Hey da, ich bin Thorsten. Und dies ist die 8. Folge der Filmreihe, wie man sich auf den Zusammenbruch vorbereitet. Heute geht es um Prophezeiungen. Wir beschränken uns hier auf ein Beispiel, um das Ganze übersichtlich zu halten. Dazu will ich als erstes sagen, dass Prophezeiungen wichtig sind für den, der sich auf den Zusammenbruch vorbereiten will. Es ist egal, ob man nun daran glaubt oder nicht. Selbst wenn man nicht an einen spirituellen Hintergrund glaubt, so muss man doch damit rechnen, dass die Schattenherrscher oder sonst eine Machtstruktur diese Vorhersagen als Anleitungen nehmen oder sich aus irgendeinen anderen Motiven danach richten oder absichtlich die Ereignisse in diese Richtung steuern werden. Es könnte auch sein, dass jene Prophezeiungen nur ein Verrat von Plänen der Schattenherrscher sind, also selbst wenn man nicht an eine göttliche Macht glaubt oder wenn man an eine Allweisheit der Wissenschaft glaubt, so sollte man sich trotzdem damit beschäftigen und solch Vorhersagen wenigstens oberflächlich kennen, denn es kann so oder ähnlich kommen, egal wie das nun zusammenhängt. Prophezeiungen sind reichlich vorhanden, dabei gibt es auch einiges an Unsinn und oftmals werden solche Sachen auch politisch instrumentalisiert und dann ein Termin für den Weltuntergang festgelegt, der dann erwartungsgemäß verstreicht und dem Leser dann unterschwellig sagt, ja, das System hatte doch recht. Überall auf der Welt gibt es immer wieder Vorhersagen und in vielen Fällen ist es unheimlich, wie sehr diese oft zutreffen. Es gibt Prophezeiungen mit spirituellem Hintergrund oder Prophezeiungen, die eigentlich eher Analysen sind. Hier sei zum Beispiel Pater Paisius genannt. Aber ich werde mich in diesem Film auf das Lied der Linde beschränken, damit ihr diese Thematik wenigstens angerissen habt. Das Lied der Linde ist ein Gedicht oder Lied, das zwischen 1820 und 1850 in einem Hohlraum einer sehr alten Linde in Staffelstein in Mainfranken gefunden wurde, daher auch der Name. Der Dichter ist unbekannt und den Baum hat man inzwischen selbstverständlich gefällt. Vermutlich stammt das Gedicht aus dem Jahre 1783. Um das Ganze nicht zu lang werden zu lassen, werde ich nicht das ganze Lied vorlesen, sondern ich werde zu jeder Strophe einmal kurz etwas sagen. Alte Linde bei der heiligen Klamm, ehrfurchtsvoll betast ich deinen Stamm. Karl den Großen hast du schon gesehen, wenn der Größte kommt, wirst du noch stehen. 30 Ellen misst dein grauer Saum, aller deutschen Lande ältester Baum. Kriege, Hunger schautest, solchen Not, neues Leben wieder, neuen Tod. Die erste Strophe ist klar verständlich. Hier wird gesagt, wenn der Größte kommt, wirst du noch stehen. Der Baum wurde 1990 umgesägt, um Bauland zu schaffen. Der Baum hatte einen Durchmesser von etwas über 7 Metern und wurde auf etwa 1200 Jahre geschätzt. Es stimmt also, dass dieser Baum der älteste Deutschlands gewesen ist. Schon seit langer Zeit dein Stamm ist hohl, Ross und Reiter bargst du einst wohl, bis die Kluft dir sacht mit milder Hand breiten Reif um deine Stirne wand. Hier handelt es sich offenbar um eine Beschreibung des Baums selber. Leider konnte ich keine Bilder vom besagten Baum auftreiben, um das zu überprüfen, aber ich denke, das ist eindeutig. Alte Linde, die du alles weißt, teil uns gütig mit von deinem Geist. Send ins Werden deinen Seherblick, künde Deutschlands und der Welt Geschick. Hier handelt es sich natürlich um Lyrik. In alter Zeit hatte man Bäumen Weisheit zugeschrieben. Offenbar hatte der Verfasser beabsichtigt, dass sein Werk in diesem Baum gefunden wird. Großer Kaiser Karl in Rom geweiht, Eckstein sollst du bleiben deutscher Zeit. 160, 7 Jahre Frist, Deutschland bis ins Mark getroffen ist. Hier geht es offensichtlich um Karl den Großen. Er wurde im Jahr 800 nach Christus in Rom gekrönt. 160, 7 Jahresfristen sind 1120 Jahre. Vom Jahr 800 an, also 1120 Jahre weiter, ist das Jahr 1920. Deutschland bis ins Mark getroffen ist. Hier wird klar, dass damit die Ereignisse nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gemeint sind. 1919 wurde der Vertrag von Versailles beschlossen, 1920 verweigerte der Kongress der USA die Ratifikation und so weiter. Zu dieser Zeit
nahm das Übel für Deutschland seinen Lauf. Fremden Völkern fronnt dein Sohn als Knecht, tut und lässt, was ihren Sklaven recht. Grausam hat zerrissen Feindes Hand, eines Blutes, einer Sprache Band. Auch diese Strophe ist klar zu verstehen, die Deutschen wurden zum Diener anderer Völker, und die deutschen Ländereien wurden getrennt. Eines Blutes und einer Sprache Band ist natürlich das Land, denn eben die Grenzen sind es ja, in denen Menschen zusammenleben, die Abstammung und Sprache gemeinsam haben. Zähre Magen, zähre vom deutschen Saft, bis mir einmal endet deine Kraft. Krankt das Herz, sieht ganzer Körper hin. Deutschlands Elend ist der Welt Ruin. Auch hier ist die Strophe unmissverständlich. Der Magen ist es, der die Kraft aus der Nahrung holt. Hier wird ausgedrückt, dass von der deutschen Kraft gezehrt wird, bis sie sozusagen verbraucht ist. Wenn das Herz erkrankt, verfällt auch der Körper. Ganze Länder leben auch heute noch fast ausschließlich von der Finanzierung durch Deutschland. Wenn Deutschland verbraucht ist, dann ist es auch deren Ruin, weil sie zum Teil ihre ganze Wirtschaft auf die Gelder aus Deutschland aufgebaut haben. Ernten schwinden, doch die Kriege nicht, und der Bruder gegen Bruder ficht. Mit der Sens und Schaufel sich bewährt, wenn verloren gegen Flint und Schwert. Diese Strophe ist nicht so eindeutig, mit der Ernte ist vermutlich nicht die Feldfrucht gemeint, sondern der Nutzen aus der Arbeit selbst. Ich vermute, dass sich diese Strophe auf die Zeit um den Zweiten Weltkrieg und danach bezieht, sozusagen auf den verzweifelten Kampf, wenn man also gegen Flinten und Schwerter verloren hat. Ich vermute, dass damit Kriegswaffen gemeint sind, dann bleiben einem nur noch zivile Mittel, also Sensen und Schaufeln. Man muss hier ja bedenken, in welcher Zeit der Verfasser gelebt hat. Wie würde er beschreiben, was er nicht kennt? Arme werden reich des Geldes rasch, doch der rasche Reichtum wird zu Asch. Ärmer, alle mit dem größten Schatz, minder Menschen, enger noch der Platz. Auch hier ist Spielraum für Interpretationen. Es heißt, dass der Arme schnell an viel Geld kommt. Damit kann die Entwicklung der Weltnetzfirmen gemeint sein. Viele sind in kurzer Zeit mit einfachen Ideen reich geworden. Theoretisch könnte auch die aktuelle Entwicklung der Kryptowährungen gemeint sein. Vielleicht gibt es für diese Strophe aber auch noch keine Entsprechung, weil der Bezug in der Zukunft liegt. Außerdem wissen wir nicht, wie der Verfasser Arme definierte. Viele, die heute großes Geld besitzen, sind erbärmlich, arm an jeder Menschlichkeit oder arm an Geist und Fähigkeiten. Da die Herrscherthrone abgeschafft, wird das Herrschen Spiel und Leidenschaft. Bis der Tag kommt, wo sich glaubt verdammt, wer berufen wird zu einem Amt. Hiermit ist offensichtlich eine politische Entwicklung gemeint, die wir heute ganz deutlich finden. Die heutigen Machthaber handeln aus niederen Beweggründen, zum Beispiel zur Selbstdarstellung oder weil sie an eine gesellschaftliche Anerkennung glauben. Sie handeln nicht aus Verantwortung, sondern aus Leidenschaft, also aus Trieb und oder Vergnügungssucht. Ich meine, dass mit dieser Aussage eben die Regierungsform gemeint ist, die seit dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde. Sie dauert an, bis der Tag kommt, wo sich derjenige verdammt fühlt, der ein solches Amt bekleiden will. Schon heute gibt es in der Politik nur noch Intrigen, Betrügereien und allerlei niederträchtige Machenschaften. Es könnte sein, dass diese Zeilen sich auf die Gegenwart beziehen oder auf einen Zustand in baldiger Zukunft. Da ich selber keinen solchen Posten habe und mich auch nicht in entsprechenden Echokammern aufhalte, kann ich das natürlich nicht beurteilen. Bauer heuert bis zum Wendetag, all sein Mühen ins Wasser nur ein Schlag. Mahnwort fällt auf Wüstensand, Hörer findet nur der Unverstand. Wer die meisten Sünden hat, fühlt als Richter sich und höchster Rat. Raucht das Blut, wird wilder nur das Tier, Raub zur Arbeit wird und Mord zur Gier. Hier ist vom Bauern die Rede. Der Bauer stellt in jeder Gesellschaft die wichtigste Schaffenskraft dar. Die Nahrungsmittel braucht der Mensch. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht zwingend lebenswichtig. Ich denke, dass man hier das schaffende Gewerbe allgemein zu verstehen hat. Mahnwort fällt auf Wüstensand. Das passt wie die Faust aufs Auge in die heutige Zeit. Zum Beispiel hier auf YouTube haben die Kanäle mit den dümmsten Inhalten
die meisten Zuschauer. Schwachsinnige Bücher werden so zahlreich verkauft, dass man mit dem Drucken kaum nachkommt, während wichtige Dinge Ladenhüter bleiben. Gerechterweise muss man aber sagen, dass es solch Tendenz auch früher gab. Eigentlich kann man das auf die gesamte Dauer der BAED anwenden, aber man erkennt eine klare Tendenz dazu, dass es immer schlimmer wird. Wer die meisten Sünden hat, ja auch das passt in die Zeit der BAED und auch das wird immer extremer, die mit dem moralischen Finger zeigen, sind selber meistens völlig unmoralisch. Gerade jetzt mit dem Flüchtlingsthema wird das ganz deutlich. Sie reden von Humanität, aber eigentlich wollen sie die Gelegenheit nur nutzen, um sich die Taschen zu füllen. Sie sagen, dass sie nur an Flüchtlinge vermieten wollen. Und das hat natürlich gar nichts damit zu tun, dass sie extreme Mieten dafür von den Städten erhalten. Genauso wie in der Sozialindustrie. Raucht das Blut, damit ist gemeint, dass Aufregung und Impulsivität herrscht, nur ein Tier wird noch wilder sein. Raub zur Arbeit wird, ich denke, dass hiermit eine Umdeutung gemeint ist. Was eigentlich Raub wäre, gilt als reguläre Arbeit und was eigentlich Mord ist, wird als Gier heruntergespielt. Es könnte sein, dass eine solche gesellschaftliche Entwicklung noch bevorsteht, obwohl wir die ja zum Teil schon haben, oder es ist damit die Politik gemeint, dann wäre dieser Teil ja schon erfüllt. Rom zerhaut, wie Vieh die Priesterschar, schonet nicht dem Greis im Silberhaar. Über Leichen muss der Höchste fliehen und verfolgt von Ort zu Orte ziehen. Hier geht es offensichtlich um den Vatikan. Diese Strophe weist darauf hin, dass es in Rom zum Angriff auf den Vatikan kommen wird und dass der Höchste, damit könnte der Papst oder der Schattenpapst gemeint sein, gerade so entkommen kann und auch dann nicht sicher ist. Nach meinem Verständnis gibt es nur zwei mögliche Hintergründe. Entweder ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, bei dem die Bevölkerung der Stadt sich das unermessliche Gold aus dem Vatikanstaat holen wird, oder es ist ein religiöser Konflikt, zum Beispiel durch eine große Menge von Flüchtlingen mit islamischem Glauben. Dieses Ereignis liegt offenbar in der Zukunft. Gott verlassen scheint er, ist es nicht. Felsenfest im Glauben, treu der Pflicht. Leistet auch in Not er nicht Verzicht. Bringt den Gottesstreit vors nahe Gericht. Diese Strophe bezieht sich auf dasselbe Ereignis. Hier wird gesagt, dass der Höchste hoffnungslos verloren scheint, es aber nicht ist. Er soll fest in seinem Glauben sein und seine Pflicht erfüllen. Er soll die Hintergründe der religiösen Konflikte in die Öffentlichkeit zerren. Winter kommt, 3 Tage Finsternis, Blitz und Donner unter Erde Riss. Bet daheim, verlasse nicht das Haus, auch am Fenster schaue nicht den Graus. Eine Kerze gibt die ganze Zeit allein, wofern sie brennen will, dir Schein. Giftger Odem dringt aus Staubes Nacht, schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht. In einem Winter soll es dann zu einer 3-tägigen Finsternis kommen. Hier will ich sagen, dass diese Finsternis von den meisten anderen Vorhersagen auch erwähnt wird. Die meisten sprechen hier von einer giftigen Wolke. Man möge hier bedenken, dass im Falle von Unruhen oder gar einem Krieg auch wieder Städte mit Brandbomben angegriffen werden würden, denn es sind ja die gleichen Kräfte am Werk, die das immer so gemacht haben. Überlegt man, wie viel Kunststoff heutzutage verwendet wird, ich kann mir gut denken, dass eine brennende Stadt ordentlich räuchern würde. Es könnte hier sein, dass diese Finsternis das Resultat von Bränden wäre. Daher wird auch gesagt, dass man nicht das Haus verlassen soll, denn dieser Rauch wäre natürlich giftig. Wenn es dunkel ist, dann braucht man Zwielicht, daher eine Kerze. Warum sie nicht immer brennen sollte, kann ich nicht erklären. Es könnte mit den Stoffen in der Luft zu tun haben. Oder der Verfasser sah zum Beispiel Taschenlampen, wusste diese aber nicht anders zu beschreiben. Warum man nicht aus dem Fenster schauen sollte, kann bedeuten, dass man sich das Elend draußen nicht antun sollte. Oder es gibt hier eine Strahlenproblematik. Die Wände schirmen mehr ab als die Fenster. Das bestätigt auch der Seher Alois Ehlmeier, der sagte, dass Lebensmittel in Gläsern verderben, aber in Dosen nicht. Eine Dose ist ein faradayischer Käfig und schirmt EM-Strahlung ab, ein Glas aber nicht. Außerdem sagte er, dass zum Beispiel Nudeln nicht betroffen sein werden. Da sie trocken sind, reagieren sie nicht auf Strahlung, deshalb kann man rohe Nudeln ja auch nicht in der Mikrowelle erwärmen und so weiter. Obwohl dann Fragen offen bleiben, erscheint das aber in sich schlüssig zu sein, aber es sind natürlich nur Spekulationen. Wenn man eine Vorhersage für die Zukunft beurteilen will, dann müsste man ja wissen,
was man dann weiß. Es ist also normal, dass eine solche Vorhersage erst kurz vorher Sinn ergeben kann, denn vielleicht erscheint ja noch eine Technik oder Erkenntnis, von der man jetzt noch nichts weiß. Gleiches allen Erdgeborenen droht, doch die Guten sterben selig tot. Viel Getreue bleiben wunderbar, frei von Atemkrampf und Pestgefahr. Hier wird gesagt, dass allen auf der Erde Geborenen diese Dinge betreffen könnten, es aber nicht zwangsläufig so weit kommen muss. Es droht ihnen, wird gesagt. Viele der Getreuen bleiben weitgehend verschont, beziehungsweise sie werden nicht so stark betroffen werden. Wer ist mit den Getreuen gemeint? Diese Frage bleibt offen. Der Verfasser war offenbar religiös. Er könnte also mit den Getreuen die Gläubigen gemeint haben. Aber er hat ein Gedicht über die Entwicklung Deutschlands geschrieben. Er könnte also auch die gemeint haben, die ihrem Land, ihrer Sprache und ihrem Blut treu bleiben. Die Guten sterben seligen Tod, wird gesagt. Wer sind die vermeintlich Guten, wenn er bereits von den Getreuen spricht? Es könnte sein, dass damit die gemeint sind, die man so bezeichnet, also zum Beispiel die Gutmenschen. Falls der Verfasser in die Zukunft sehen konnte, wie sollte er diese sonst beschreiben? Mit selig ist wohl gemeint, dass diese im Glauben an ihre Attitüde sterben, ohne die Wahrheit vorher erkannt zu haben. Es könnte aber auch sein, dass die Entsprechung erst noch auftreten wird. Vielleicht kommt ja noch eine Bewegung oder Partei, die sich die Guten nennt, oder es entsteht noch eine gesellschaftliche Phrase dazu. Wenn es in der Zukunft liegt, kann es natürlich sein, dass man es jetzt noch nicht versteht. Eine große Stadt der Schlamm verschlingt, eine andere mit dem Feuer ringt. Alle Städte totenstill, auf dem Wiener Stephansplatz wächst Dill. Hiermit ist ganz klar der Zusammenbruch gemeint. Eine Stadt wird überschwemmt, eine andere hat offenbar mit Bränden zu kämpfen. Alle Städte werden totenstill. Ja, es ist klar, dass in den Städten nur wenige überleben werden. Zum einen aufgrund der dortigen Lebensweise, zum anderen, weil die Qualität vieler Menschen, die in die Stadt ziehen, entsprechend ist. Der letzte Satz ist auch noch unklar. Ist damit der Dill gemeint, wie wir ihn heute kennen? Dieser kann im hiesigen Klima nicht wachsen. Es könnte also sein, dass dies ein Hinweis darauf ist, dass sich die klimatischen Bedingungen ändern. Es könnte aber auch hier sein, dass die Entsprechung erst noch entstehen wird. Vielleicht wird noch etwas auftauchen, das man auch Dill nennt. Zählst du alle Menschen auf der Welt, wirst du finden, dass ein Drittel fehlt. Was noch übrig, schau in jedes Land, hat zur Hälfte verloren den Verstand. Hier ist die Aussage wieder klar, ein Drittel der Menschen soll diese Ereignisse nicht überleben und von den Überlebenden sind die Hälfte verrückt geworden. Man stelle sich mal vor, was alleine mit unserer Gesellschaft passieren würde, wenn die Versorgungsnetze ausfallen oder gar die vom Staat erzwungene Ordnung. Schon jetzt müssen viele nach einem Parkrempler in psychiatrische Behandlung oder weil sie einen bösen Brief erhalten haben. Was machen solch labile Individuen, wenn es mal richtig zur Sache geht? Wie im Sturm ein steuerloses Schiff, preisgegeben einem jedem Riff, schwankt herum der Eintagsherrscherschwarm, macht die Bürger ärmer noch als arm. Diese Strophe weist offensichtlich auf ein politisches Chaos hin, das ist auch heute schon zu beobachten. Denken wir nun mal an das Rumgeeier nach dem Einzug der AfD, schon mit dem Auftauchen einer weiteren Partei sind sie überfordert. Was wird wohl in der Politik los sein, wenn es zu größeren Umwälzungen kommt? Sie sind ja schon mit Bauvorhaben überfordert und gerade wenn es so chaotisch wird und es recht keiner mehr aufpasst, werden sie nur noch mehr versuchen, ihre Taschen zu füllen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bürger dort dann noch ärmer werden sollen. Denn das Elend, einziger Hoffnungsstern eines besseren Tages, ist endlos fern. Heiland, sende, den du senden musst, tönt es angstvoll aus des Menschen Brust. Hier ist offenbar gemeint, dass die Menschen keinen Ausweg mehr sehen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Was werden die braven Bürger machen, wenn sich herausstellt, dass wir zum Beispiel recht hatten? Sie sind derart verhetzt und vertrottelt, dass sie wahrscheinlich niemals in der Lage wären, ihre eigenen falschen Wege umzukehren. Es bleibt ihnen nur noch der Ruf nach einer höheren Macht, die Hoffnung auf das Eingreifen der Götter sozusagen.
und man bedenke, dass dies auch durchaus so gewollt sein kann, wenn die Menschen verzweifelt sind, werden sie allem zustimmen. Nimmt die Erde plötzlich anderen Lauf, steigt ein neuer Hoffnungsstern herauf? Alles ist verloren, hier es noch klingt, alles ist gerettet, Wien schon singt. Viele meinen, dass der erste Satz eine Anspielung auf den Polsprung oder ähnliches ist, und das könnte zwar sein, aber es kann auch ein anderer politischer Lauf gemeint sein. Es kann gemeint sein, dass es einfach anders läuft als vorher. Die Erkenntnis darüber wird nach dieser Aussage offenbar in Österreich zuerst kommen. Ja, von Osten kommt der starke Held, Ordnung bringend der verwirrten Welt. Weiße Blumen um das Herz des Herrn, seinem Rufe folgt der Wackre gern. Alle Störer er zu Paaren treibt, deutschem Reiche deutsches Recht erschreibt. Bunter Fremdling, unwillkommener Gast, flieh die Flur, die du gepflügt nicht hast. In diesem Teil ist die Rede von einem Held, der aus dem Osten kommen soll, und die meisten denken hier jetzt bestimmt an Putin, aber das halte ich für Unsinn. In der Weltpolitik geht man nicht hin, um jemandem zu helfen, sondern man verfolgt stets nur seine eigenen Interessen. Außerdem muss hier bedacht werden, dass dieses Ereignis in der Zukunft liegt. Es muss nicht sein, dass Putin dann noch Russland repräsentiert. Und mit dem Osten kann vieles gemeint sein. Die neuen Bundesländer oder Ostdeutschland oder ein anderes Land im Osten. Es könnte auch gemeint sein, dass dieser Held nur aus dem Osten stammt. Nur zur Anmerkung, Nostradamus zum Beispiel sagte, dass dieser Held Heinrich heißt. Weiße Blumen um das Herz des Herrn. Diese Aussage kann man auf verschiedene Weise interpretieren. Wenn man hier bedenkt, dass nach dieser Geschichte die zweite Reformation bereits begonnen hat, muss das ja bedeuten, dass das Urchristentum als Wahrheit erkannt wurde. Dementsprechend wäre das Herz des Herrn der Mensch. Dann müsste die Blume energetisch gesehen werden. Man könnte also zusammenfassend sagen, dass dies bedeutet, dass dieser Held keine negativen Absichten verfolgt. Die restlichen Sätze sorgen natürlich für Zündstoff. Die Störer zu Paaren treiben, damit ist wohl gemeint, dass die Verursacher oder Mittäter, die Schuldigen, zusammengetrieben werden, um sie zu bestrafen. Deutschem Reiche deutsches Recht erschreibt. Ich will auf die Angelegenheit mit der Rechtslage Deutschlands nicht weiter eingehen, denn das Thema ist ja sogar in unseren Kreisen zu heiß und manchmal ist es eben klüger, den Mund zu halten. Bunter Fremdling, unwillkommener Gast. Für einen Text, der vermutlich aus dem Jahre 1783 stammt, aber sicher nicht nach 1850 verfasst wurde, ist diese Aussage ja wohl mehr als unheimlich. Gottes Held, ein unzertrennlich Band, schmiedest du um alles deutsche Land. Den Verbannten führtest du nach Rom, großer Kaiserweihe schaut der Dom. Mit Gottes Held ist wohl der Held aus dem Osten gemeint, der Verbannte ist wohl der Papst, der aus Rom flüchtete, und es soll eine Kaiserweihe geben. Preis dem 21. Konzil, das den Völkern weist ihr höchstes Ziel, und durch strengen Lebenssatz verbürgt, dass nun reich und arm sich nicht mehr würgt. Dieser Teil ist etwas verwirrend, denn das 21. Konzil fand ja bereits vom 11. Oktober 1962 bis zum 8. Dezember 1965 statt, und die Beschlüsse daraus sind alles andere als eine Wohltat für die Menschen, und man kann sie auch nicht mit dem Rest dieser Strophe zusammenbringen. Es könnte sich hier um einen Schreibfehler des Verfassers handeln, und er meinte vielleicht das 22. Konzil. Möglicherweise wird sich die Erklärung aber auch noch ergeben. Deutscher Name, du littest schwer, wieder glänzt um dich die alte Ehr. Wächst um den verschlungenen Doppelast, dessen Schatten sucht gar mancher Gast. Hier wird gesagt, dass Deutschland in der Welt rehabilitiert wird und mit etwas anderem zusammenwächst. Möglicherweise ist hier eine Wiedervereinigung aller deutschen Länder gemeint. Dessen Schatten sucht so mancher Gast. Auf den ersten Blick kann man hier verstehen, dass die Umvolkung dann wieder weitergeht und dass es dann wieder neue Ansiedlungen von Gästen gibt. Aber eigentlich ist ein Gast eben ein Gast und kein Siedler oder ähnliches. Ich gehe mal davon aus, dass der Verfasser nicht im politisch korrekten Neusprech geschrieben hat.
Er meinte wohl tatsächlich Gäste. Möglicherweise wird Deutschland auch zur Kulturschöpfung zurückfinden und mit den Werken dann Begeisterte anziehen. Dantes und Cervantes welcher Laut schon dem deutschen Kinde ist vertraut. Und am Tiber wie am Ebro-Strand liegt der braune Freund vom Hermannsland. Diese Aussage weist darauf hin, dass den Kindern wieder die deutsche Kultur und Geschichte unterrichtet wird, also die Namen von 60 Dichtern auswendig lernen, anstatt 60 Geschlechter. Der braune Freund vom Hermannsland, ich denke, dass man dies wörtlich nehmen muss. Das Hermannsland ist Deutschland, der braune Freund, ja, das ist eine gute Frage. Es ist wohl kaum eine Anspielung auf die Braunhemden. Ich denke, dass man es wörtlich nehmen muss. Möglicherweise sind hier andersrassige Freunde Deutschlands gemeint. Wenn der engelsgleiche Völkerhirt wie Antonius zum Wanderer wird, den Verehrten barfuß Predigt hält, neuer Frühling lacht der ganzen Welt. Diese Aussage ist klar verständlich. Ein Prediger wird barfuß umherziehen und Predigten halten, die den Menschen Hoffnung geben. Alle Kirchen, einig und vereint, eine Herde, einziger Hirt erscheint. Halbmond nämlich weicht dem Kreuze ganz, schwarzes Land erstrahlt im Glaubensglanz. Auch hier ist deutlich, was gesagt wird. Die Kirchen kehren zum eigentlichen Christentum zurück und dementsprechend sind sie vereint, weil sie dann alle derselben Religion folgen. Ein gemeinsames Kirchenoberhaupt wird festgelegt. Man muss sich bei all dem Gerede um die Kirchen hier bedenken, dass der Verfasser selber religiös war und daher auch diesem Thema entsprechende Bedeutung zugemessen hat. Schwarzes Land. Hier kann das Land selber gemeint sein. Es ist schwarz, weil es den Glauben verloren hat. Oder man muss es wörtlich nehmen und es handelt sich hier um ein Land von Schwarzen, die zum Glauben zurückfinden, konvertieren oder ähnliches. Reiche Ernten schaue ich jedes Jahr. Weiser Männer, eine große Schar. Seuch und Kriegen ist die Welt entrückt. Wer die Zeit erlebt, ist hoch beglückt. Hier ist schlichtweg die Rede von einer besseren Zeit, wo es wieder Weise und Wissende gibt. Dieses kündet deutschem Mann und Kind, leidend mit dem Land, die alte Lind. Dass der Hochmut macht das Maß nicht voll, der Gerechte nicht verzweifeln soll. Und das Ende vom Lied, verkündet dieses jedem Mann und Kind, mit euch leidet die alte Lind, zieht eine Lehre, der Hochmut hat keine Substanz und wir sollen nicht an dieser Zeit verzweifeln. Dass die Frauen hier nicht erwähnt werden, liegt daran, dass es zu der Zeit, als dieses Gedicht verfasst wurde, als unanständig galt, fremde Frauen anzusprechen, daher wurden Frauen in öffentlichen Briefen oder Texten und so weiter nicht erwähnt. Ich halte es für sinnvoll, sich mit Prophezeiungen und so weiter auseinanderzusetzen, auch wenn der ein oder andere das vielleicht anders sieht. Es geht hier nicht um den Glauben und so weiter, wie ich schon am Anfang gesagt habe, aber schon aus rein pragmatischer Sicht sollte man diese Dinge kennen, denn es könnte eintreffen, entweder alles oder nur ein Teil oder auch in anderer Reihenfolge oder nur so ähnlich. Wenn ich zum Beispiel als Machthaber die Menschen von einer Sache überzeugen will, dann geht das sehr gut über ihren Glauben. Wenn in irgendeinem Land in einer Pleitegeierkirche plötzlich die Maria weint, dann ist diese Kirche wieder voll. Ob es hier nun um eine göttliche Gnade zum Erhalt dieser Kirche geht oder ob es eine Scheibenwasserpumpe war, die der Pastor aus seinem Auto ausgebaut hat, spielt hier ja nicht unbedingt eine Rolle. Wenn du weißt, dass es geschehen wird, weil ein anderer Verbrecher den Pastor belauscht hat und sich als Hellseher eine schnelle Mark verdienen will und daher dieses Ereignis vorhersagt, ändert das für dich ja nichts, denn es wird geschehen. Und natürlich könnte man nun einwenden, dass solch Überlegungen der Kausalität ja völlig unlogisch sind, aber ich würde entgegenhalten, dass dies abhängig von der Sichtweise ist. Wenn mir nun ein Hellseher vorhersagt, dass ich morgen aus der Tür gehe und auf Eis ausrutsche, dann ist es ja das, was er gesehen hat, ich kann das also nicht verhindern. Kurz gedacht könnte man ja nun sagen, ja, wenn ich das weiß, dann passe ich eben auf, aber die Vorhersage von heute ist ja Teil des Ereignisses selbst, also wenn du es heute gesagt bekommst, dann weißt du es ja morgen noch, wenn du ausrutschst. Also konntest du es nicht verhindern. Folglich wäre eine Vorhersage immer unausweichlich. Das bedeutet also, dass du dein Schicksal mit der Frage nach der Zukunft festlegst.
dich also deinem freien Willen selbst beraubst, bedenkt man zum Beispiel den Doppelspaltversuch, wird klar, dass die Zukunft unbestimmt ist, solange bis man sie bestimmt. Aber der Zustand wird ja nicht durch das Denken bestimmt, sondern durch die Wahrnehmung desselben. Man könnte also sagen, dass wir alle unsere Realität durch unsere Wahrnehmung selbst bestimmen. Kann man durch seine eigene Wahrnehmung die Realität anderer bestimmen? Tatsächlich tun wir das jeden Tag, aber die Wahrnehmung der anderen bestimmt auch uns. Zusammenfassend muss also gesagt werden, dass egal, wie man nun zur Hellseherei und so weiter steht, alleine durch die Vorhersage selbst könnte sie eintreten, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung oder wie das Horoskop aus der Zeitung. Den Text dieses Horoskopes kann man zwischen den Sternzeichen beliebig hin und her tauschen und er passt trotzdem immer. Wer daran glaubt, wird sich letztlich auch entsprechend verhalten. Folglich tritt die Vorhersage zu, selbst wenn sie frei erfunden war. Wenn man das Ganze weiterspinnt, wird es unheimlich, daher will ich jetzt es auch dabei belassen. Gott zum Gruße und gehabt euch wohl. Kein Millimeter diesem rechtsradikalen Mob. Bei uns zu Hause würde man sagen, das ist Pack, was sich hier rumgetrieben hat.